zurück. Herr Seidel, Sie sind Vermögensverwalter, die Amandea Vermögensverwaltung, betreut Menschen, ich glaube, das kann man sagen, die schon ein bisschen mehr Geld haben. Fragen die auch nach nachhaltigen, eine blöde erste Frage, aber fragen die auch nach nachhaltigen Investitionen? Sehr, sehr gute Frage. Hätten Sie die Frage vor 5 oder 10 Jahren gestellt, hätte ich gesagt, nein. Das war noch nicht so auf dem Schirm, also zumindest der Mandate, die wir haben. Interessanterweise, erstens mal in den letzten, würde ich mal sagen, 3 Jahren kommt das immer mehr und vor allen Dingen ist eine Generationenfrage. Also die Kinder unserer Mandanten, die mittlerweile Ende 20 sind, das Studium hinter sich gebracht haben, im Job sind, die stellen andere Fragen, die haben auch andere Zugangswege zu Anlageformen, die interessiert plötzlich, in was investiere ich denn da wirklich? Was ist denn da drin? Investiert man zum Beispiel in einen Fonds, sieht man den Fondsnamen, man kennt vielleicht die Bank, die dahinter steht oder den Fondsmanager, hat man mal gelesen oder mal gehört, aber in was die wirklich investieren, sage ich mal, das fragt momentan ein gewisses Klientel nach. Das könnten Millennials sein. Also ich sage jetzt mal so diese Menschen zwischen Ende 20, Mitte 30 bis Ende 30 und die fragen tatsächlich auch bei uns, noch nicht so extrem wie bei dem Kollegen, aber sicherlich mehr und mehr dieses Thema nach. Das heißt, der Vermögensverwalter tut sicherlich gut daran, ein waches Auge auf dieses Thema der Nachhaltigkeit zu haben und sich die Produkte am Markt anzugucken, die dazu passen. Das heißt, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, ich will das aber gern verantwortlich haben und nachhaltig haben und ich hätte genügend Geld, man kann das ja ruhig sagen, Sie haben zum großen Teil in Ihrem Kundenkreis vermögende Menschen, dann haben Sie auch Antworten. Ja, auch das müsste man ganz kurz nochmal auf die Zeitachse legen, denn in unserer Branche, wie glaube ich auch bei den Banken, tut sich momentan durch die Digitalisierung eine ganze Menge. Heißt, die Anlagegrößen, die vielleicht vor 5 oder 10 Jahren bei uns, bei unseren Kunden angesagt waren, um Mandanten bei uns zu werden, die lagen tatsächlich bei 250.000 Euro oder 500.000 Euro. Sicherlich dank der Digitalisierung sind wir mittlerweile in der Lage, diese Einstiegsgrößen mehr und mehr nach unten zu fahren, Dinge zu automatisieren, nicht mehr alles in die Hand nehmen zu müssen, sicherlich Backoffice-Kosten zu sparen und das auf der einen Seite an den Kunden weiterzugeben, dadurch, dass man eben kleinere Einstiegsgrößen hat. Kleiner heißt dann sicherlich noch irgendeine Größenordnung zwischen 25.000 bis 50.000 Euro, aber die sollten es dann schon sein. Dann ist man vielleicht noch eher in der Lage, mit dem Webbrowser mit uns zu sprechen, also mit dem Internet, und hat man nicht gleich den persönlichen Berater. Aber auch da bin ich relativ entspannt, wenn man das noch mal ein paar Jahre weiterdreht, diese Entwicklung, dann glaube ich, dann gehen diese Old-Fashioned-Berufe wie Vermögensverwaltung, das wird es immerhin weitergeben, aber das entmystifiziert sich. Das geht runter von diesen großen Losgrößen und ist dann schon für kleineres Geld zu haben. Wenn Sie am Wochenende in der Zeitung gesehen haben, so Berichte über Robo-Advisor, da sehen Sie gar keinen Menschen mehr. Da setzen Sie sich an Ihren Computer und das ist am Ende des Tages auch Vermögensverwaltung. Und auch dort kann nachhaltiges Investieren stattfinden. Mhm.